Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil, oder beziehungsweise in dieser Mission. Wir sind immer noch in Vorbereitung für das ganz große Ding. Ja, wir sind bis jetzt noch in den Sicherheitskonvoi gekommen. Der wurde alarmiert und deswegen ist die Mission fehlgeschlagen. Wir versuchen es also quasi jetzt noch einmal. Wenn er das irgendwie mal, genau, zulässt. What are you thinking? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods of time. And the same for short periods of time. Oh, there's ways to make minutes go by. Shit, jetzt hab ich die Autos verloren. Sind die denn da lang gefahren? Ja, das würde ich ja gerne. Scheiße, weil ich einfach verloren habe, die Dinger. Ich habe die da nicht mehr gefunden. Da müssen wir es halt nochmal probieren, ne? Ja, kein Problem, wir haben ja Zeit, mein Gott. Alles gut. So, dann müssen wir es halt aber probieren. So, müssen wir dranbleiben, jetzt konzentrieren uns ein bisschen.
What you thinking? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods of time, and the same for short periods of time. Oh, there's ways to make minutes go by. So, jetzt gucken, das war die. Ah, dieser der Tunnel, okay. Jetzt verstehe ich, was sie meinten mit dem Tunnel. I've lost sight of them. Think they might be in the tunnel. Don't worry, it's a straight road. They'll come out the other side. Now, go around. Meet them at the other end. I was hoping they'd come through here. This tunnel would work for a switch. They go in. So. I'm picking up the cars. Right on time. Hey, it looks like we're gonna need some IDs to get in the building this way. I'm assuming that's doable, Les. IDs I can handle. Onion 86 in sight. Stand by. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. Alright. Onion 86 in the building. Now, if I remember from planning the tool store job, they're excavating the new LS Metro tunnel around here. They take us around the building and find the construction site. Roger that! Looking for a big asshole! Suche nach dem Baustelleneingang. Ja, den wir kennen ja aus dem Juwelierraub. Gut, dann machen wir das doch. So, wir gehen jetzt zum Flugplatz, aber deswegen sollen wir auf Michael wechseln. Das machen wir auch. Bringe Franklin zu seinem Haus. Okay. Entweder gehen wir mit Franklin zu seinem Haus oder wir fahren. Hey, so how you feeling about this? Machen wir das hier. I feel pretty good. We got Lester planning it. He'll get us options. There's you, a guy I know I can depend on. And then there's Trevor. Ah, yeah, Trevor will get it done. And Willie? I hope so, man. I hope he holds it together. Hey, you ain't done too good of a job at that yourself, you feel me? Yeah, well, I ain't pissed off hillbillies, bikers, a Mexican gang, some Chinese gangsters, and a private army, okay? So there's that. Yeah, but you just pissed off the FIB and the IAA and your family, man. You know what? I met Amanda, and I know who scares me the most. Point taken. So you gonna tell me about this Brad dude and the deal with the FIB? What happened in North Yankton back in the day anyway? This ain't the time. Man, we're about to go in together on the biggest job ever being pulled. There ain't ever gonna be a better time to fill me in on this shit. It's complicated, all right? Fuck it, I'ma ask Trevor. Don't ask Trevor. Shit, man, you sound shady, dawg. Real shady. We'll talk, all right? Just later. Holler at him. Hey, when he's got something, Lester will be in touch.
Gut. Moment, ich bin jetzt sofort fertig. Gut, dann würde ich sagen, wir mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Und ja, dann fahren wir zu Michael. Ne? Mal gucken, was dann passiert. Bis dann. Tschüss.